Es ist nun einmal so, dass jeder Mensch volles Vertrauen in den guten alten Schreinermeister Eder hat, der da Tag aus, Tag ein in seiner Werkstatt im Hinterhof arbeitet. Das ging auch der Frau Steiner, die im Vorderhaus wohnt, nicht anders. Und so war ihr erster Weg eben der zu Meister Eder, als sie für 8 Tage wegfahren musste und nicht wusste, wem sie für diese Zeit ihren Kanarienvogel, ihre Blumen und ihre Aquariumsfische anvertrauen sollte. Ich bin ja nicht lang weg, Herr Eder. Nur die paar Tage, bis meine Tochter wieder aus dem Krankenhaus kommt. So. Die Mandeln müssen hier rausgenommen werden. Aha, die Mandeln. Ja, ja. Aber ich kann doch so lang meinen Kanarienvogel und meine Fische nicht hungern lassen. Aber ich habe ja keine Ahnung von Kanarienvögeln und von Fischzucht. Und wenn dann was passiert? Ach, da kann gar nichts passieren. Sie müssen bloß morgens und abends die Beleuchtung vom Aquarium an- und ausschalten. Aha. Und dabei können Sie gleich den Kanarienvogels Futter geben. Ja, ja. Und die Blumen gießen. Das ist alles. Ja, und die Fisch? Was kriegen denn die zu fressen? Ein bisschen Trockenfutter aus der Büchse. Mhm. Ganz einfach. Ja, aber wissen schon, die Verantwortung... Oh, Herr Eder, Sie sind der einzige Mensch, in den ich Vertrauen habe. Ja, das ehrt mich, aber ich möchte auch nicht schuld sein. Herr Eder, ich spreche Sie jetzt schon von jeder Schuld frei. Na gut, dann komme ich heute schnell rüber zu Ihnen und schaue mir das alles genau an. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Eder. Der Meister Eder hätte sich nicht so lange bitten lassen, wenn er nicht an seinen Kobold Pumuckl hätte denken müssen. Bei dem konnte er doch für nichts garantieren. Doch das konnte er nicht gut zu Frau Steiner sagen. So ließ er sich also alles von ihr zeigen und erklären und kam dann wieder in die Werkstatt zurück. Der Pumuckl empfing ihn voller Neugierde. Hat die Frau Steiner wirklich Fische? Also Fische, die so richtig echt schwimmen? Ein schönes Aquarium hat sie, das muss man schon sagen. Alle Klabauter sind große Freunde von großen Fischen. So? Ein Urgroßvater von mir ist mal auf einem Delfin durch das ganze Meer geritten. Ja, und was ein, du sagst. Ein noch viel urerer Großvater, ja. der ist von einem Haifisch gefressen worden. Naja, das spricht nicht gerade von großer Freundschaft. Doch, weil er ist nämlich aus lauter Liebe ist er von einem Haifisch gefressen worden. Ja, in dem Aquarium sind aber keine solchen Fische, sondern lauter ganz kleine blaue und rote und sogar ein ganz durchsichtiger. Durch den Durchsichtigen, da muss ich durchsehen. Ich habe noch nie durch einen Fisch hindurchgeschaut. Pumuckl, es tut mir leid, aber in die Wohnung kann ich dich nicht mitnehmen. Doch, das kannst du. Nein, Pumuckl, wenn du was anstellst, fällt's auf mich zurück. Also komm, sei ein lieber kleiner Kobold und bleib da. Bitte komm, sei ein lieber großer Mensch und nimm mich mit. In der Tasche, nur ein einziges, also fast kein einziges Mal. Na, vielleicht ist es gescheiter, ich nehme ihn in der Tasche mit. Also er läuft mir irgendwann heimlich nach. Also, von mir aus. Aber nur in der Tasche und die verlässt du nicht. Und nur ein einziges Mal. Ausgemacht? Ausgemacht. Die Frau Steiner reiste noch am Nachmittag ab. Der Meister Eder musste abends das erste Mal in die Wohnung rübergehen, um das Licht im Aquarium auszuschalten. Das Wasser leuchtete geheimnisvoll grün aus einer Ecke des Zimmers. Ist der schön? Oh, ganz geheimnisvoll. Wie Geisterzauber über Unterwasserwelt. Und dort ist einer. Der sieht aus wie reines Silbergeld. Ach, und da schön. Ein blauer. Und da leuchtet eine leuchtet rot-blau. Ja, oh, ja. Oh, das ist der Durchsichtige. Bis in den Bauch sieht man durch. Ja, ja. Gut. Also ich glaube, ich bin lieber unsichtbar als durchsichtig. Das muss ich schon sagen. Ja, das weil ist mir auch durchsichtig lieber. Ist ein bisschen merk. Aber Hunger haben die, schrecklichen Hunger. Schau mal, die machen vor lauter Hunger immer den Mund auf und zu. Ah, das hat doch nichts mit dem Hunger zu tun. Die atmen so. Aber wie können die denn fressen, wenn sie sich immer den Mund voll Wasser atmen? Dann haben sie ja nur Durst. Nein, gleichzeitig. Gleich? Was fressen die denn gleichzeitig? Na, kleine Würmer und getrocknete Flöhe. Getrocknete Flöhe? Freilich. Das ist aber was sehr Scheußliches. Also ich meine, ist schon ein Floh nicht besonders schön. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er auch noch getrocknet ist, dann ist er ja also geradezu pfui und
Sowas ist für einen Fisch so gut wie für dich eine Wurst. Wenn die Fische wüssten, wenn die Fische wirklich wüssten, wie gut Wurst ist, dann würden sie nie mehr einen getrockneten Floh essen. Da möchte ich aber jetzt hast du die Fisch gesehen. Ja, schön. Schauen wir noch nach dem Kanarienvogel und dann gehen wir wieder. Komm her, Der Vogel hat ja gar keinen Kopf. Freilich hat er einen. Wo denn? Den steckt er beim Schlafen in die Federn, da im Rücken. Also, der hat einen Kopf auf dem Rücken. Ich nicht. Hast du ihn jetzt gesehen und dann gehen wir jetzt. Nein. Und morgen bringen wir den Fischen ein kleines Stückchen Wurst. Morgen? Ja, morgen. Nein, mein Lieber. Es ist ausgemacht, dass du nur einmal mit in die Wohnung darfst. Aber das eine Mal, das war ja bloß so kurz. Kumuckl, ausgemacht ist ausgemacht. Oh, die armen Fische. Ganz arm. Die kriegen keine Wurst, weil kein Pumuckl sie ihnen bringen darf. Die Fische, die scheußliche Trockenflöhe fressen mussten statt Wurst, gingen dem kleinen Wicht nicht mehr aus dem Kopf. Und weil das Folgen einem Kobold besonders schwer fällt, hat er beim Abendessen eine Wurstscheibe in einem unbeobachteten Moment unter die Kommode rollen lassen. Dort wollte er sie dann herausholen, wenn er zu den Fischen ging. Heimlich. Wofür war er schließlich unsichtbar, sobald der Meister Eder schlief. Es war eine mondhelle Nacht, als eine Wurstscheibe von unsichtbarer Hand getragen über den Hof hüpfte, auf ein Parterrefenster sprang und sich von dort an einer Fernsehantennenschnur bis zum zweiten Stock emporschob und dann in einem schräggestellten Entlüftungsfensterchen verschwand. Glücklich und wie verzaubert stand der kleine Kobold vor den im geheimnisvollen Grün der Wasserpflanzen schwimmenden Fischen. Hallo. Hallo, Fische. Ich bin's. Ich bin's, der Pumuckl ist da. Da guckt ihr aber, was? Ja, ach so, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Aber bitte glaubt mir, ich bin wirklich da. Ich, der Pumuckl. Und ich hab euch eine Wurst mitgebracht. Ja, die müsst ihr essen. Oh, da werdet ihr aber schlecken. Das ist ein ganz anderes Fleisch als dieses blöde Flohfleisch. Ist ja unappetitlich. Glaubt mir, das wird euch schmecken. Hallo, ich mache sie euch in lauter kleine Stückchen, weil ihr habt ja so ganz kleine Mäulerchen, gell? So und jetzt werf ich's rein. Hoppla, der ist daneben gegangen. Flupp, flupp und noch ein flupp. Ja, jetzt habe ich noch ein. So, jetzt kommen sie geschwommen. Oh, die knappern dran. Und wie die knappern, ui! Hab ich nicht gesagt? Du, hallo, du da oben. Du, schwimm doch auch ein bisschen. Du, hallo, du sollst dich rühren. Nicht so faul auf der Seite liegen, mit dem Bauch nach oben. Du siehst ja aus wie der Meister Eder, wenn er schläft. Vielleicht schnarcht er am Ende noch. Hallo. Aber so, ihr anderen müsst jetzt alle die Wurst schön und ganz und gar aufessen. Weil sonst merkt das der Meister Eder und dann schimpft er. Und wenn der schimpft, dann ist das sehr, sehr ungemütlich. Also esst schnell und schlaft sehr gut. Gute Nacht, ihr lieben Fischelein. Gute Nacht, Fischlein. Der Pumuckl verließ sehr zufrieden auf dem gleichen Weg, den er gekommen war, die Wohnung von Frau Steiner. Da es sich um Warmwasserfische handelte, also um Fische, die im warmen Wasser leben, bildeten sich bald schillernde Fettaugen oben zwischen den herumschwimmenden Wurststücken. Was ein Kobold nicht wissen kann. Was aber dem Meister Eder am nächsten Morgen, als er die Fische füttern wollte, sofort auffiel. Ja, was ist denn das? Das war doch gestern nicht. Ja, das sind doch Wurststücken. Ja, wie kommen denn die da rein? Um Himmels Willen. Sieht doch nicht der Pumuckl. Ja, Himmel, Donnerwetter, darf denn das sein? Aber den kaufe ich mir. Hoffentlich bringe ich das wieder raus. Abschöpfen, das wird das Einzige sein, was man da tun kann. Um Himmels Willen, was sehe ich denn da? Da schwimmt ja ein Fisch mit dem Bauch nach oben. Der ist hin. Ah, jetzt haben wir die Bescherung. Es wird doch nicht jetzt ein Fisch nach dem anderen kaputt gehen. Ja, was mache ich denn da jetzt bloß?
Der Meister Eder war wirklich verzweifelt. Er sah schon alle Fische tot herumschwimmen, an Wurstvergiftung eingegangen. Peinlich genau schöpfte er die ganze Wasseroberfläche ab. Ihm zitterten die Hände, so aufgeregt war er. Er gab dann noch dem Vogel Futter und Wasser, füllte auch noch das Vogelbadehäuschen und ging dann zurück in die Werkstatt. Pumuckl! Pumuckl! Sofort kommst du her! Nein, ich komme. Was ist denn? Ich muss dann nämlich nur noch schnell... Nichts daher! Wann bist du gestern in die Wohnung von Frau Steiner rüber? Wir sind doch miteinander. Lüg nicht. Du bist noch einmal rüber und hast Wurst ins Aquarium geschmissen. Ja, weil die Fische, die... Was ist mit den Fischen? Die haben sich so gefreut. Was? Und es hat ihnen so geschmeckt. Ja. Die Wurst war so schön. Ja, hat ihnen so geschmeckt, dass gar keiner tot drin rumgeschwommen ist. Nein. Und jetzt wird vielleicht einer nach dem anderen hin. Nein. Das ist furchtbar. Das ist ja eine Katastrophe. Nein. Na, was ist jetzt? Ich hab's doch nur gut gemeint. Ja, gut gemeint. Ich wollte ja gar nicht böse. Hm. Und die lieben Fische, die dürfen nicht mit dem Bauch nach oben tot werden, weil du liegst auch immer mit dem Bauch nach oben, wenn du schläfst. Und dann siehst du so gemütlich aus. Was können wir denn jetzt tun? Nichts. Alles, was du tust, macht's bloß noch schlimmer. Nein. Sei ruhig jetzt, den Fisch ersetz ich und dann warte ich's ab, wie's weitergeht. Und dich will ich heute überhaupt nicht mehr sehen. Raus mit dir. Aber ich hab doch den kleinen Fischlein so... Der Pumuckl wagte nicht die kleinste Widerrede und ging in den Hof hinaus und setzte sich dort auf den Rand eines Kellerfensters und schaute ratlos vor sich hin. Das hatte er wirklich nicht gewollt. Nach einiger Zeit sah er den Meister Eder fortgehen und mit einem Plastikbeutel zurückkommen und im Vorderhaus verschwinden. Dann wieder nach einiger Zeit ging der Herr Eder über den Hof und ohne sich überhaupt nur umzusehen in die Werkstatt. Der Pumuckl konnte an nichts anderes als an die Fische denken, ob wieder welche tot herumschwammen. Er hielt es nicht mehr aus. Langsam näherte er sich dem Vorderhaus und der Fernsehantennenschnur und mit einem jähen Entschluss kletterte er hoch und kam auf dem gleichen Weg wie in der Nacht in Frau Steiners Wohnung. Die schwimmen noch, alle schwimmen noch. Ich werde jetzt aufpassen auf die Fische und wenn einer mit dem Bauch nach oben schwimmt, dann drehe ich ihn ganz einfach um, ganz schnell und dann merkt der Meister Eder nicht, dass er tot ist. Niemand merkt das. Bitte sei jetzt still, du dummer Vogel. Hallo, Fischlein. Ist vielleicht jemand von euch Fischen schlecht? Spuckt die Wurst einfach wieder raus, wenn euch schlecht ist. Ja? Du sollst still sein mit deiner Trillerei. So, ich schüttle an deinem Käfig, damit du aufhörst. Ach so, du freust dich wohl, wenn die Fische tot sind. Was? Aha, weil du nämlich gar nicht schwimmen kannst. Du kannst immer nur hin und her hüpfen und das auch nur mit großem Lärm. Du sollst folgen. So, du kannst wohl nicht folgen. Was? Warte, das werde ich dir zeigen. Vogel! So. Aha. Das hat jetzt genützt. Jetzt ist er ganz still. Ja, du lernst schon noch folgen. Nachdem der Pumuckl den Zorn, den er eigentlich auf sich selber hatte, an dem Vogel ausgelassen hatte, setzte er sich vor das Aquarium, in dem die Fische munter hin und her schwammen. Allmählich beruhigte sich sein Gewissen etwas. Aber nicht lange. Als er nämlich an dem Käfig gerüttelt hatte, hatte sich das Badehäuschen etwas verschoben. Nicht viel, aber genug, um den Kanarienvogel hinauswitschen zu lassen. Der Pumuckl hätte es gar nicht gemerkt, wenn nicht plötzlich das Trillern von der Vorhangstange heruntergekommen wäre. Mein Fischlein, hallo, was tust du denn da oben? Sag mal, habe ich dir erlaubt, da hinaufzufliegen? Wie bist du denn überhaupt rausgekommen zum Kanarienkuckuck noch einmal? Sofort gehst du wieder in deinen Käfig, verstanden? Ich glaube, der hat das nicht verstanden. Aber wenn der Eder kommt und der Vogel ist da oben und... Zu dumm. So, komm sofort runter, du Vogel! Hallo! Warum fliegst du denn jetzt auf den Schrank? Vielleicht folgt er lieber, wenn ich freundlich bin.
Lieber, schöner, gelber Vogel, ich schimpf kein bisschen mehr mit dir, wenn du wieder schön in den Käfig gehst. Bitte, 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 bitte komm. Ich krieg sonst schrecklich geschimpft. Oh, das nützt auch nichts. Vielleicht versteht er nur, wenn man auch singt. Bitte komm doch herunter, setz dich in deinen Käfig, du lieber kleiner Vogel, bitte komm doch zu mir. Und, ja, das nützt auch nichts. Weißt du was, Gelbvogel? Bleib da oben sitzen. Ich mach mich aus dem Staub. Ich war nie da. Ich weiß von nichts. Und du kannst nichts erzählen, weil du nämlich nur pfeifen kannst. Und damit rannte der Pumuckl davon. Er hatte ein so schlechtes Gewissen, dass er sich in die dichteste Stelle des Kastanienbaums verkroch. Da saß er lange Zeit, bis ihm das eigentlich Nächstliegende einfiel. Er war ja unsichtbar. Und wenn ihn der Vogel nicht sehen konnte, dann konnte er ihn ja fangen. Der Pumuckl entschloss sich auf der Stelle, in die steinersche Wohnung zurückzukehren. Aber auch dem Meister Eder war es nicht wohl in seiner Haut. Auch er beschloss, in die steinersche Wohnung zu gehen. Der Pumuckl war zuerst da. So, verehrter Herr Vogel, jetzt fange ich dich. Wenn du meinst, ich könnte nicht auf den Kleiderschrank hinauf, dann irrst du dich. Ui, jetzt ist er gar nicht mehr auf dem Kleiderschrank. Aha, jetzt ist er schon wieder auf der Vorhangstange. Hallo, Vogel, wo bist du denn jetzt? Ja, vielleicht sitzt er unter der Couch und versteckt sich. Ich kriech mal runter. Der muss mal unter die... Ui, da kommt wer. Da bleib ich lieber gleich unter der Couch sitzen. Vorsichtshalber. So? Wollen doch mal sehen, wie es den Fischen geht. Und wie? Ja, wo ist denn der Vogel? Hansi? Ja, jetzt schlacht's aber 13. Hansi? Aber das Käfigtier ist doch zu. Halt! Ach, das Partyhäuser. Ach, da ist er raus. Ja, sowas. Hansi! Da sitzt er! Wo? Da in den Blumen! Heilkraft! Ja. Aber sag mal, wie kommst denn du daher? Ich bin eigentlich gar nicht da. Ich gehe gleich wieder. Ja. Da geblieben! Bitte lass mich aus. Ich fange den Vogel. Hast du den Vogel rauslassen? Nein! Ich wollte ihn nicht rauslassen. Ich habe ihn auch gar nicht herausgelassen. Er ist einfach von selber so... Der Vogel fliegt jetzt an den Blumenblättern. Schon ein ganzes Loch hat er hineingebissen. Ja, er hat Hunger. An dir fangen sie auch. Was sage ich denn jetzt nur zur Frau Steiner? Und dann hat der Käfig so gewackelt. Ich habe ja schon gewusst, warum ich das nicht übernehmen wollte. Ja. Aber du bist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Nein. Die Fische werden hin und die Pflanzen und am Ende fällt der Vogel auch noch vom Stangerl. Das wäre wirklich zu viel. Also ich kann ja wirklich Fische wieder umdrehen, wenn sie mit dem Bauch falsch herumschwimmen. Aber ich kann einen Vogel, der von einer Stange fällt, den kann ich nicht einfach wieder hinaufsetzen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das Einzige, was du hoch kannst, ist auf der Stelle verschwinden. Nein. Und wenn ich dich da herin noch einmal erwische, ja, nachher sperre ich dich 3 Wochen in eine Schublade. Nein, ich bin sofort. Nein, bitte nicht in die Schublade. Ach sowas. Ach, ich bin jetzt direkt ins Schwitzen gekommen. Ah, ja. Hansi, du hast leicht zu hören. Wie wär's, wenn du wieder in den Käfig gingst? Wart, ich mach Stirl auf. So, und füll den Futter nach. So, da la. Ja, komm nur, Hansi, komm nur. Heilgrad, er fliegt rein. Gott sei Dank. Das ist ja besser gegangen, als ich gedacht habe. Aber was mache ich denn jetzt nur mit den Pflanzen? Ja, der Herr Eder. Ja? Da habe ich mir schon gedacht, dass Sie da sind, weil die Tür nicht zugesperrt war. Frau Steiner, Sie sind schon da? Ja, stellen Sie sich vor, der Arzt, der meiner Tochter die Mandeln hätte rausnehmen sollen, ja, ist selber krank geworden. Na. Ja, jetzt ist die Operation verschoben worden. So was? Ja, Hansi. Weißt du, alles haben Sie so schön in Ordnung gehalten, Herr Eder.